Kommt nach dem Lockern schon bald wieder der Lockdown? Strömten so wie hier in Potsdam am Samstag tausende Shopper mit einem negativen Testergebnis noch in die Geschäfte, könnte die neu gewonnene Freiheit schon bald wieder ein Ende haben. Zu groß sei die Gefahr, dass sogenannte Supermutanten entstehen, so wie derzeit in Brasilien mit der Variante P1. Wenn Brasilien zum Beispiel weiterhin es zulässt, dass da sehr viele Viren zirkulieren, dann steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich neue Varianten bilden und dass die dann irgendwann auch noch nach Europa zurückkommen, auch wenn wir hier schon mit unseren Impfprogrammen durch sein würden. Groß ist die Sorge, dass neue Virusvarianten gegen die bekannten Impfstoffe resistent sein könnten, sogenannte Escape-Mutationen. Einen harten Lockdown und regionale Ausgangssperren statt weiterer Öffnungen fordert deshalb auch Kanzleramtschef Helge Braun. Wir dürfen die Chance auf einen weitgehend normalen Sommer nicht dadurch gefährden, dass wir jetzt ein paar Wochen zu früh lockern. Und selbst wenn die neuen Mutanten nicht kommen, Intensivmediziner warnen auch schon jetzt vor einem neuen Anstieg bei den Covid-Patienten. So werde auch die dritte Welle die Kliniken an ihre Belastungsgrenze führen. Es wird wieder dazu führen, dass die Krankenhäuser im Prinzip auf einen Katastrophenbetrieb umstellen müssen. Und es wird wieder dazu führen, dass viele Operationen verschoben werden müssen, damit wir die Patienten überhaupt noch einigermaßen versorgt bekommen, so wie wir das auch schon in der zweiten Welle gesehen haben. Dennoch, trotz Inzidenzen über 100, wollen mehrere Ruhrgebietsstädte aufmachen. Lockerungen mit Schnelltests statt Ziehen der Notbremse. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat dafür kein Verständnis. Wer jetzt den Ernst der Stunde nicht verstanden hat, dem ist fast nicht mehr zu helfen. Darum kann ich nur dringend appellieren, ja sogar fordern, dass auch die anderen Bundesländer konsequente Ausgangssperren und Beschränkungen haben, beispielsweise wie Bayern. Immerhin, wenn alles gut gehe, könnten den Deutschen schon bald wieder mehr Freiheiten winken. Laut Kanzleramtschef Helge Braun sei es realistisch, dass schon im August sogar Reisen wieder möglich sein werden.